Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Benishas Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge habe ich ja hier erstmal einen kleinen Cut gemacht nach der ja, relativ neuen Erkenntnis, was den Reseaser, glaube ich, betrifft. Wir müssen immer noch das Wesen in der Mine finden und, naja, ich sag mal, die Wahrheit, denke ich mal, haben wir ja herausgefunden. Wir haben ja jetzt seinen Leichnam gefunden. Also von dem Reese. Wenn er jetzt nicht Reese hieß, dann verzeiht mir bitte. Aber ich meine, er hieß Reese. Ah, gut, wir müssen hier rechts rum, denke ich mal. Das ist immer so ein kurzer Abstand. Und dann wird er doch wieder größer, je mehr wir uns hier drin bewegen. Kann man schon mal auf dem Boden? Nee, man kann nicht auf dem Boden sehen. Ja, wahrscheinlich, damit man das Wesen nicht sieht oder so. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich habe aber vorher keinen Schwachpunkt gesehen. Ah, doch, da, okay. Ach, das ist doch das Ende da unten, das Wasser. Ja, dein Gebrüll kennen wir jetzt mittlerweile. Es hört sich ja sowas an wie das Wehklagen, aber... Das sieht mir so groß aus. Ich wollte schon sagen. Ja, dann halt nicht. Ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Nein, du hast ihn wütend gemacht. Ja, würde ich gerne. Scheiße. Nein, geh doch weg da, du Blödhammel. Versuch es noch einmal. Ja, bloß nicht aus der Ecke rausrollen. Kein Thema. Kein Thema. Kann ich dir erst den anderen schämen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, weil der irgendwie immer stärker wird, habe ich so das Gefühl. Schieß auf das Licht. Ja. Nein. Laterne, Flinte, sofort. Ja. Ernsthaft. Laterne, Flinte, sofort. Boah, ist sie nervig. Es ist aber nicht so einfach, diese Scheißlicht zu treffen, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Nein! Oh, ja. Spektralziel für dich. Uhuhu. Sie krank, verirrten sich in der Dunkelheit. Alter. Und so starb einer nach dem anderen. Wir werden bald hier raus sein. Wir beide. Ja. Wahrscheinlich. Ich muss erstmal tief durchatmen. Habe ich jetzt wieder aufgeladen? Ja. Alter, ich hasse diese Blütmänner, die dann plötzlich da... Oh, muss ich das irgendwie runterholen? Oder... Nee, von oben komme ich nicht ran, oder? Ich habe ja jetzt mit vielen gerechnet, aber damit habe ich jetzt nicht gerade gerechnet. Oh, ich hasse diese großen Typen. Ist hier... Naja, ein bisschen... Kupfer und Fell brauchen die Leute eh nicht mehr. So, das kann ich nicht machen. Das kann ich machen. Frage ist nur... Da komme ich nicht da hoch. Wieso komme ich von hier unten eigentlich nicht daran? Ja, geil. Hm. Ich nehme nicht an, dass ich von hier aus daran komme.
Kann man auch nicht wegschießen oder so? Ah, das ist ja toll. Moment, kann man... Ah! Das habe ich gar nicht gesehen. Sehr schön. Ich wollte gerade, ehrlich gesagt, schon völlig verzweifelt sagen, dann lass uns erstmal woanders hingehen. Aber okay. Das Zeichen hebt sie nicht extra hervor. Gut. Ich denke mal, dass wir das deswegen oben nicht benutzen konnten, weil der eh schon oben ist, ne, der Aufzug. Boah, ich hasse es, wenn die so langsam runtergehen. Aber besser als schnell runterzugehen und dann unten kaputt zu gehen. Das wäre nicht so toll. Ich weiß, der Gestank ist schon längst verflogen. Aber ich könnte schwören, dass ich ihn immer noch rieche. Vielleicht riechst du auch den Typen, der oben rumgelaufen ist. Der sah jetzt nicht so toll aus. Der sah ein bisschen tot aus. Hallo? So. Falsch rum. Okay. Jungs, ihr bleibt liegen, ne? Wir sind fein miteinander. Ihr braucht nicht wieder aufzustehen. Ich höre die Ratten, oder? Ich höre die Ratten. Sie haben die Sonne nie wieder gesehen. Der Gedanke macht dir Angst. Ja. Tja, ich schätze mal, das wäre wohl für jeden so, ne? Okay, die Ketten brauchen wir nicht kaputt zu machen, zumindest nicht von hier aus. Keine Schwachstelle. Oh, oh, was habe ich da gerade gesehen? Kein Thema, du brauchst nicht jammern. Wir sind hier, um dir zu helfen. Es gefällt mir so gar nicht, dass wir so nah sind. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Geh mir aus dem Weg. Oh mein Gott. Okay. Da ist es. Irgendwann muss ich mich auch mal ausruhen. Hier wäre es gut. Worte der Vergangenheit verweilen hier. Wie ausruhen wäre hier gut? Was bist du denn für ein Schlaffi? Alter, was war das? Hallo? Wir machen erstmal das Lagerfeuer. Wenn ich jetzt hier mich bewege, passiert dann irgendwas. Mental kann ich echt nichts mehr verbessern. Holla, die Waldfee. Okay. Ja gut, immerhin haben wir jetzt wieder alles aufgeladen. Oder? Moment, nee. Wir laden nur alles auf, wenn wir uns ausruhen, oder? Na, zeig die Balken, zeig die Balken. Na komm, wir ruhen uns mal kurz aus. Schlafen wir einfach eine Runde, während das Wesen neben uns ist. Ach ja, Schätzchen, du passt auf mich auf, ne? Kann direkt irgendwo durch die Wand kommen und mich fressen. Aber du sagst mir vorher Bescheid oder währenddessen. Hallo? Ich glaube, das Wesen ist aggro, weil wir uns hingelegt haben zwischendurch. Fand es wohl nicht so cool. Ja. Ja, aber der Balken ist trotzdem nicht aufgeladen, hä? Okay. Wenn ich das jetzt aber aktiviere, dann kommt das doch bestimmt hier raus, oder? Deswegen gucke ich jetzt erstmal kurz hier oben. Achso, das ist wahrscheinlich, um später wieder rauszukommen, denke ich mal. Mal interessieren, von wo diese Geräusche kommen.
Weil wenn das von einem Wesen ist, wüsste ich zumindest, von welcher Seite das hier gleich rein sprintet. Ich glaube aber, das war von rechts von den Ketten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ach, da geht's auch noch hoch. Ach du Schande. Schlingefeu voraus. Schlingefeu? Okay. Können wir das kaputt machen? Okay. Können wir nicht. Oh, was ist das? Vielleicht können wir es doch. Hallo? Oder ist das die Schwachstelle? Anscheinend nicht. Also heißt mit anderen Worten, wir kommen hier gar nicht rum. Wir müssen jetzt erstmal das Vieh machen. Also das Wesen. Ja, mir wäre es ehrlich gesagt lieber andersrum. Aber gut. Wir gucken mal. Diese Ketten. Ein Echo, glaube ich. Mhm. Wir machen das mal. Spuren der Erinnerung eines Geistes befinden sich an diesem Ort. So, ist doch nichts dran. Okay. Na gut. Wo war das? Da. Upp, da ist aber noch was zum Einsammeln. Man hat mich hier zum Verrotten zurückgelassen. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Das Echo an den Ketten aufdecken. Wie soll ich das denn machen? So, eine lebhafte Erinnerung der Toten ist irgendwo hier. Was? Was bist du? Du? Nein. Nein! Was sich hier auch herumtreibt, Pennington verleiht ihm Leben. Die Frau, die er einsperren ließ, könnte sie das sein? Ihre Wut, die alles umfasst? Ja. Wenn das Mädel solchen Groll hegt, dass selbst der Schmerz dutzender lebendig begrabener Bergleute dagegen verblasst, hat sie viel durchgemacht. Ein weiterer Geist, der den Zorn niederer Schäden kanalisiert. Das kann kein Zufall sein. Aber hier kann ich nichts machen. Ach so. Aber die Frau, die eingemauert wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, war das doch gar nicht Paddington, sondern der andere, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, oder? Weil bei dem ist es ja nicht bewiesen. Alles andere, was er gemacht hat, ist bewiesen, dass er ein Feigling war und die zurückgelassen hat und sowas haben sie ja gesagt. Ich schätze, das wird jetzt mein Kampf. Kannst du ihn sehen? Noch nicht. Mich endlich befreien.
Was passiert, wenn wir es tun? Ihr seid Deborah, nicht wahr? Pennington hat euch verhaften und in Ketten legen lassen. Arme Deborah, eine verwirrte Puppe, weggesperrt und vergessen in der Finsternis. Löst sie von den schweren Ketten über Freunde. Wenn wir es tun, sprecht ihr dann mit uns? Ja, Achtung! Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie! Schlechtes Timing. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Ja, nur wenn ich drauf schieße und nichts passiert, dann ist das trotzdem schlecht. So knapp. Ja, bloß nicht wollen. Geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Nächstes Mal klappt's. Ja, wieso? Alter. Nutz meine Kraft, Mel. Kann ich ja nicht. Ich weiß ja, wo die Ketten sind, aber wieso kann ich die nicht benutzen? Sehr schön. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie! So knapp! Ach, ich darf mich auf die Kette selber draufziehen? Über. Schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing. Alter. Darf man das Ding auch mal aufladen? Sie werden die Grube kennenlernen. Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Ja, danke. Dafür müsste das aber auch mal funktionieren. Nächstes Mal klappt's. Es ist nicht dein Ernst. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie! Soll die gar nicht anschießen, oder? Wo bist du hin? Oh shit, ich kann Antea nicht. Ich jag euch alle zum Teufel. Links.
denke mal, ich muss die alle nach und nach machen, oder? Ich brauche ein Zeichen! So, die sieht auch schon besser hier. Schlechtes Timing. Ja, dein Ernst. Wie gut oder schlecht soll man da noch drauf schießen? Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Das ist toll. Solltest du sie vielleicht mal kaputt machen? Och, Leute. So knapp. Ich weiß. Ach ja, okay. Oh, ich kann nicht höher ziehen, wieso? Nächstes Mal klappt's. Alter. Ja. Bloß nicht mal, wenn du zielst, auch schießen. Und sie nimmt mir wieder ein Tier weg. Ah, ja, warte. Ja, ich kann mich gar nicht bewegen. Hallo? Ich befreie dich, sobald ich mich um die hier gekümmert habe. Ja, bloß nicht blocken, wenn ich auf Blocken drücke. Echt? Aber auch nicht sehen. Ne? Ich muss die tatsächlich vorher töten. Antea? Ja. Antea! Komm hierher! Danke. Aber sicher doch. Baby, du kannst im Dunkeln besser sehen als ich. Oh, ich bin ganz nah bei dir. Das ist so nervig. So knapp. Muss ich wieder die Seite treffen, oder? Ja, war klar. Lasst mich doch mal in Ruhe, damit ich hier meinen Job machen kann, Jungs. Sie werden die Grube kennen. Schlechtes Timing. Ja, genau. Das ist so nervig. Nutz meine Kraft, Red. Brauche ich nicht. Ich weiß ja, wo ich lang schießen muss. Also. Ja, natürlich kommen die jetzt wieder. Ach komm, ey. Du
hast nicht 2 Sekunden am Stück mal Zeit zu schießen und zu zielen. Schlechtes Timing. Viermal auf die gleiche drauf, ne? Da ist da hinten nichts mehr bei ihr. Können wir jetzt endlich mal das letzte ansehen hier? Ach, die ist da oben. Ach. Oh Gott, komme ich da wohl durch? So knapp. Ja, kein. Alter. Lass mich doch einmal zielen. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Zuhauen. Das wäre ganz gut. Nö, macht sie wieder nicht. Kein Thema. Braucht sie vielleicht wieder Ausdauer für, dann ist sie schon wieder weg. Nutz meine Kann ich dich jetzt mal verbannen? Ach, da ist noch einer. Ach nee, ne? Nächstes Mal klappt's. Lass mich wieder nicht drauf zielen. Schlechtes Timing. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Kaputte Marionette. Yay. Es ist vorbei. Geht in Frieden. Kein Frieden, keine Gnade, nichts als Finsternis und Verfall. Nein, es muss aufhören und ihr müsst es beenden. Finsternis und Verfall und die Worte eines Wahnsinnigen, eines widerwärtigen Menschen. Wessen Worte? Penningtons? Wenn die unerträgliche Stille zur finsteren Nacht wird, wird die leiseste Stimme als der Anbruch eines neuen Morgens gefeiert. Deborah. Ich will nie wieder eine Mine von innen sehen. Können wir jetzt hier raus? Ja. Vielleicht, da kommt immer mehr hier rein. Ich will jetzt erstmal eben schauen. Moment. Nee, nicht Spukermittlungen. Inventar. Wir haben nämlich, glaube ich, ein neues Gewehr gerade erhalten. Wenn ein Gegner mit dem Gewehrkolben getroffen wird, verursacht der nächste Gewehrschuss mehr Schaden. Das wäre natürlich geil. Und die macht generell auch wesentlich mehr Schaden. Nehme ich doch. Moment, mit X. Kann ich auch noch aufrüsten? Ah, was ich richtig klasse finde, dass man die Sachen aufrüsten kann, ab dem Punkt, wo man das andere Gewehr schon ausgerüstet hat. Gut, ja, nehmen wir. Ach nee, können wir ja gar nicht. Da müssten wir jetzt zum Feuer wieder zurückgehen. Aber das Gewehr habe ich gerade ausgerüstet. Warum der das jetzt nicht gemacht hat, weiß ich nicht.
Weil der Aufrüsten stand. Also, okay. Na gut, jetzt habe ich es ausgerüstet. So, okay. Haben wir sonst noch irgendetwas bekommen? Säbel und Feuerbann. Verursacht mit dem vierten leichten bzw. schweren Angriff mehr Schaden. Das ist genau gleich, nur dass der physische Schaden kleiner ist. Also nehmen wir das nicht. Armband, den können wir noch aufrüsten. Können wir das auch austauschen oder bleiben wir dabei? Schlagangriffe verursachen 50% mehr Schaden, aber kosten mehr Geisterpunkte. Ja, das ist natürlich blöd. Würde ich sagen, bleiben wir erstmal dabei. Amulett. Geht vieles bei runter. Weisheit und Zorn. Wenn ein Gegner mittels Verbannen besiegt wird, wird die Geisteranzeige um 100% aufgefüllt. Ja, bleibe ich lieber bei sie, erleidet weniger Schaden. Ja. Das lassen wir mal so. Klamottenmäßig haben wir, glaube ich, nichts Neues. Doch, hatten wir noch was Neues dazu bekommen. Aber das andere ist besser von der physischen Resistenz her. Und Bannring. Hatten wir schon den anderen ausgewählt. Na gut. Dann lassen wir das jetzt so. Ja, dann würde ich allerdings schon fast sagen, ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch dauert, bis wir dann wieder zurück sind, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest und im Endeffekt, denke ich mir mal, auch die Konfrontation beziehungsweise ja, die Entscheidung, was ich jetzt mit dem einen mache, also dem Geist, der davon gelaufen ist, dessen Name ich ständig vergesse, und diesen Pennington. Das Wesen hat ja jetzt nicht gesagt, wen sie meinte. Sie hat zwar die ganze Zeit davon gesprochen, dass sie eigentlich den Pennington haben wollte, aber sie hat nicht so richtig gesagt, weshalb sie eigentlich entstanden ist. Und ich denke, dass sie eigentlich wusste, dass es nicht er war, sondern der andere, der diese Entscheidungen getroffen hat. Naja, wir sind mal gespannt. Ich mache hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.